Wir schauen jetzt wieder direkt rein in die Märkte heute aus dem Büro hier in Limassol. Ich bin jetzt eingeladen worden, das Büro mal näher kennenzulernen und auch alle Leutchen, die hier so arbeiten. Und wir nutzen die Gelegenheit, gleich den Stream auch direkt von hier zu machen. Sollte der Ton Probleme geben oder ähnliches, das Internet scheint mich hier nicht ganz zu mögen, dann bitte nachher später auf die Website oder auf die Facebook-Seite von Tickmill gehen, beziehungsweise auf den YouTube-Kanal von Tickmill, und dann lade ich das Video im Nachgang direkt hoch, dann mache ich eine Aufzeichnung von und dann kann man die ganzen Setups auch nochmal direkt entsprechend mit einstellen. Was machen wir hier an dieser Stelle selbstredend? Wir schauen wie immer auf den Risikohinweis zuerst. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Das Ganze ist wie immer in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Und an der Stelle bitte auch wieder die Aufforderung, diejenigen, die jetzt hier live zuschauen, nicht scheu sein, gleich den Chat dazu benutzen. Hier das Facebook-Streaming geht heute nicht. Das heißt, wir schauen heute direkt hier im GoTo rein in die Live-Charts. Fragt einfach rein in den Chat und dann können wir das Ganze sehr, sehr gerne auch miteinander im Livestream besprechen. Tagesnachrichten haben wir heute auch wieder ein paar. Gestern hat ja die FED getagt. Die FED hat die Märkte, sagen wir mal, nicht enttäuscht. Ich gehe morgen noch ein bisschen näher auf die Dinge ein, die wir diese Woche gehört haben. Wir haben ja einiges. Wir hatten gestern die FED, wir hatten vorgestern Wirtschaftsdaten aus Deutschland, die relativ interessant gewesen sind. Heute haben wir die EZB-Sitzung, dann haben wir noch Wahlen in Großbritannien. Da muss man auch schauen, wie das Ganze ausgeht. Man rechnet damit, dass heute so ab 20 Uhr möglicherweise erste Tendenzen ersichtlich sind. Also es bleibt megamäßig spannend hier an dieser Stelle. Von den Tagesnachrichten auch bei den Währungen. Wir haben hier an dieser Stelle natürlich wichtigerweise die Zinsentscheidung der Schweizer Notenbank. Das ist wichtig zu wissen, weil wir hier natürlich auch heute einen Titel auf der Uhr haben, der die Schweiz mit betrifft. Das heißt, an dieser Stelle schauen wir uns natürlich den Schweizer Markt auch mal noch ein kleines bisschen an. Da gibt es heute auch eine Handelsidee in diesem Bereich. Was haben wir noch? Wie schon gesagt, wir haben die Notenbanksitzung der EZB hier um 14.45 Uhr. Gibt es die Zinsentscheidung, den Zinsentscheid sozusagen. Und dann sehen wir im Fortgang des Ganzen an dieser Stelle natürlich noch die Pressekonferenz. Und da wird es natürlich sehr, sehr wichtig, was die Frau Lagarde erzählt. Das Ganze, wie schon gesagt, 14.30 Uhr. Aus den USA haben wir dann heute auch noch ein paar Nachrichten. Und zwar die wichtigste hier an dieser Stelle, der Erzeugerpreisindex für den Monat November. Wir sehen es hier, die Prognose wird gesehen als leicht rückgängig. Wir kriegen dann um 14.30 Uhr auch noch die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Da muss man schauen, ob der Markt was draus macht, aber ich denke mal, das Statement der FED gestern war relativ klar, wie sie die Wirtschaft in den USA auch sehen. Man musste erstmal Ausschau halten, wie es weitergeht. Sie haben auf alle Fälle alle Möglichkeiten offen und wir haben gestern auch gehört, es wird das getan, um die Wirtschaft entsprechend zu unterstützen. Das hier die wichtigsten Fakten und dann haben wir heute am Abend noch um 18.30 Uhr eine Rede vom Bank of Canada Governor Pollock. Das ist auch immer wichtig. Das ist so ähnlich, wie wenn die Frau Lagarde spricht beispielsweise. Es ist halt die Zentralbank. Deswegen sollte man das auch immer mit auf der Uhr haben. Das, wie schon gesagt, heute dann am Abend. Und dann gehen wir, würde ich sagen, gleich einmal weg. Und dann gehen wir in die Charts mit rein. Ich bitte zu entschuldigen, wenn der Ton zwischendurch immer mal weg ist. Ich habe da leider das Ganze nicht so in der Hand. Aber wir starten jetzt trotzdem. Ich nehme das Video hier auf und im schlimmsten Falle gibt es dann die Aufzeichnung. Wir starten jetzt mit dem Blick in britisches Pfund, Schweizer Franken. Danach schauen wir auf das Schweizer Franken, japanische Yen und dann noch auf den spanischen Aktienmarkt, den IBEX an dieser Stelle. Da ist nämlich auch einiges Interessantes im Gang. Und ich habe mir den Index heute mal ausgewählt, dass wir hier nicht immer nur den DAX besprechen oder die US-Indizes. Es gibt eine Menge Indizes, die wir hier bei Tickmill auch schön traden können, auch im kurzfristigen Bereich. Und wenn dort schöne Ausbrüche kommen, warum soll man das einfach nicht mitnehmen? Das haben wir ja im laufenden Jahr schon einige Male gemacht. Aber gehen wir hier zurück zum Währungspaar. Britisches Pfund, Schweizer Franken. Was ich jetzt hier offen habe, ist die Stunde. Ich möchte aber erst einmal hier im Tag anfangen. Also hier das große Bild auf Tagesbasis und worauf es mir da ankommt, ist relativ gut erkennbar, wenn wir uns die ganze grüne Sache hier mal anschauen. Wir haben momentan eine richtig schöne Gegenbewegung laufen zu diesem starken, starken Schub nach unten und wir sehen es halt rein von der Verortung her, dass wir hier momentan in einem wichtigen Bereich sind. Also wir stehen hier vor einem wichtigen Marker sozusagen und dieser wichtige Marker ist halt darauf oder der Punkt, auf den ich mich jetzt hier konzentriere, worauf es anfängt, weil das
sind meist dann die Punkte, wo Bewegung in den Markt entsprechend hineinkommt und hier an dieser Stelle wir den Blick drauf werfen sollten. Also wir sehen es hier, der Tageschart aktuell schön, ein aktiver Aufwärtstrend, der hat sich mittlerweile auch fortgesetzt. Wir sehen es, wir sind ja hier übers Trendhoch gelaufen, das hatten wir stehen in der Marke bei knapp 1,289. Hier oben, da sind wir schön drüber gelaufen und was wir hier an dieser Stelle auch in hervorragender Manier sehen, ist, dass der untergeordnete Trend auch schön nach oben läuft. Den habe ich hier mal skizziert. Das ist die Stunde, die wir uns gleich anschauen. Das heißt, diesen Schwung, den wir hier nach oben sehen, das ist auch das, was wir in der kleinen Stunde hervorragend sehen können. Und da kommt nämlich diese Tageskerze von gestern ins Spiel mit ihrem Tageshoch und ihrem Tagestief. Und das sind sehr, sehr entscheidende Marker. Das heißt an dieser Stelle auch hier wieder zwei grundsätzliche Gedanken. Der erste Gedanke ist der, es ist schon ein wichtiger Widerstand hier oben. Und wenn wir jetzt hier nicht wirklich Druck reinbekommen nach oben hin, dass wir Momentum bekommen und der Markt nach oben läuft, dann ist halt die Gefahr da, dass wir von oben abprallen und dann erst einmal nach unten korrigieren. Und dann wird es nämlich spannend, dann könnte es relativ flott nach unten gehen. Genauso wie es auf der anderen Seite spannend ist, nehmen wir nämlich dieses Hoch von dieser Tageskerze raus, hier an dieser Stelle, dann setzt sich der Stundentrend nach oben fort. Und deswegen gucken wir jetzt einfach mal in den Stundentrend rein, um hier näher ranzugehen und auch die Ideen rauszusammeln, die auch für den Intraday-Trade möglicherweise sehr interessant sind. Hier sehen wir nämlich, was ich damit meine. Das größere Bild der Stunde schaut so aus, hier sieht man es ja relativ gut, hier habt es da, das ist mal der Aufwärtstrend der Stunde. Ja, das grobe Aufwärtsbild, steigende Hochkurse, steigende Tiefkurse an dieser Stelle. Grün markiert hier das Tagestief von gestern, rot markiert das Tagestief von heute und hier der fette Balken in der Mitte, das ist dieser Widerstandsbereich, den wir aus der alten Charthistorie im Tageschart gesehen haben. Und das ist jetzt der wirklich interessante Bereich, nämlich was macht der Markt hier an dieser Stelle. Das heißt hier an diesem Punkt, schaut es euch an, da oben, hier müssen wir drüber, damit sich diese Aufwärtsdynamik hier nach oben hin fortsetzt und wir dann den Schub nach oben sehen. Das wäre gut, das heißt, das ist jetzt ja hier, was wir sehen, momentan so ein bisschen die Korrektur dieser letzten Bewegung in der Stunde. Wir sehen hier den Stundentrend, der hier aufgebaut wurde, der ist natürlich erstmal rausgenommen und wir haben jetzt hier auf Stundenbasis noch einen validen Abwärtstrend. Und jetzt, das ist die gute Nachricht, wenn der hier oben drüber läuft, bricht er nicht nur dieses Level hier, sondern wir laufen auch nach oben. Wir haben dann wieder einen validen Aufwärtstrend der Stunde, hier im Kleinen, also das ist das Kleinste sozusagen, hier fließen mehrere Trendgrößen in der Stunde auch zusammen. Und wenn es das dann nach oben schiebt, dann haben wir doch Potenzial. Erst einmal hier oben ran ans Tageshoch bei 1,30, 3x5. Also das ist die Marke, die wir gestern als Hoch gesehen haben, das Vortageshoch. Und dann, wenn das gewuppt wird, dann haben wir halt den Weg nach oben offen. Und dann müssen wir uns allerdings wieder im Tageschart orientieren, weil wenn der Markt hier dann nach oben läuft, aus der Stunde raus und über das aktuelle Trendhoch drüber geht, also das Bewegungstrendhoch, was ich hier gesagt hatte, also diese Marke hier, da sehen wir halt in der Stunde jetzt in der Historie nichts mehr und da ist es besser, sich auf den Tag zu orientieren. Und wenn wir das halt sehen, dann müssen wir das Bild hier wieder etwas kleiner machen. Dann ist der Weg nämlich offen. Dann hat es dieser neue Aufwärtstrend auf Tagesbasis geschafft, dieses wichtige Level rauszunehmen, geht hier übers Trendhoch drüber und dann sehen wir es hier an dieser Stelle. Da ist nicht mehr wirklich was da, was den Aufhalt macht und deswegen ist dann hier das nächste Hoch oben drinnen um die Marke von 1,34, der Bereich hier oben. Das ist spannend. Das entscheidet sich allesamt in diesem kleinen Bereich, den wir hier untergeordnet liegen haben in der Stunde. Und das lässt sich dann in hervorragender Manier traden. Das heißt, an den richtigen Stellen auf den Weg laufen. Wem das jetzt hier übrigens manchmal zu schnell geht, wie ich von den Handelsideen dann auch Setups erarbeite, da spreche ich morgen drüber, wenn wir unsere Handelsideen durch haben. Da geht es auch mal ein bisschen darum, wie mache ich das denn, wie komme ich denn jetzt von der grundsätzlichen Chartanalyse hin zu meinem Trade. Und da geht es halt hin vom Swing Trade in auch das Intraday Trading hinein. Das besprechen wir morgen dann mal, wie ich persönlich sowas mache. Das also hier zum Chart vom britischen Pfund, Schweizer Franken. Und an dieser Stelle bitte die Nachrichten auch mit im Kopf behalten. Ja, das heißt, für die Intraday-Trader ist es halt gut. Wir haben heute ein paar Nachrichten, die durchaus Bewegung in den Markt bringen könnten. Also es bleibt spannend. Deshalb das Währungspaar hier und heute auf der Uhr. Wir machen weiter mit dem zweiten Währungspaar für heute. Und zwar ist das
das Währungspaar Schweizer Franken, japanischer Yen. Und hier sehen wir mal, die Bullen haben keine Lust, sich geschlagen zu geben. Hier haben wir mittlerweile jetzt einen validen Gegentrend zu dieser starken Abwärtsrichtung hier. Ich zeichne mal ganz kurz ein, worauf es mir ankommt. Also das, was wir hier nach unten sehen, nach unten laufen sehen, das war der letzte große Schub der Abwärtsrichtung hier an dieser Stelle. Ich mache das mal eben rot, dass wir hier nicht im Kontext durcheinander kommen. Also das, wie schon gesagt, der letzte große Schub nach unten und die Marke, die ich hier oben sozusagen angeleuchtet habe, der Bereich um die 110,5, das ist jetzt der interessante Widerstandsbereich. Hier hatten wir schon mal ein kleines Spike hoch nach oben gehabt an dieser Stelle. Das hatte den Hochpunkt oben bei 110,81 gehabt. Und wir sehen es momentan hier im Kleinen, ein Aufwärtstrend, der schön nach oben strebt. Und wenn wir hier tatsächlich diesen Rahmen hinter uns lassen und das alte Hoch hier auch rausnehmen, um die 110,8, das wäre dann genial, weil dann hätte der neue Aufwärtstrend tatsächlich es geschafft, über diesen Hochpunkt drüber zu laufen, den alten Abwärtstrend rauszunehmen. Ja, und dann stehen wir hier, oder beziehungsweise ein wichtiges Level aus diesem alten Abwärtstrend rauszunehmen, und dann stehen wir schon wieder frei im Weg hier in den nächsten Schwungbereich auf der Oberseite um die Marke von 111,9. Und das finde ich sehr, sehr, sehr spannend. Auch das Ganze hier für die kurzfristigen Trader sehr interessant, weil der Markt läuft jetzt hier zwar so sehr, sehr schön an, aber es hindert einen ja nichts daran, den Stundentrend zu traden. Und das ist das eine nur. Das zweite, was hier an dieser Stelle auch interessant sein wird, kann und wird, ist, wie verhält sich denn der Markt hier oben? Ne? Als wir hier damals oben rangelaufen sind, war die Kerze ja auch erst weiß bzw. grün, je nachdem, welche Chart-Einstellung man nimmt. Und dann kam der komplette Abverkauf. Das wird interessant. Guckt einfach mal bitte hier oben hin. Wenn wir uns jetzt mal die kleine Zeiteinheit angucken, das sieht man auch in der Stunde. Wenn die Stunde hier oben plötzlich anfängt abzuverkaufen und dann Trends nach unten macht, das wäre dann ein Indiz dafür, dass wir eher einen Abverkauf sehen. Solange wie das aber nicht passiert, ist hier die Long-Seite absolut intakt und das Ganze nach oben zu bringen. Hier, das ist jetzt mal der aktuelle Chart, der ist jetzt nachgeladen worden und das sehen wir hier. Dieser schöne kleine Trend, der sich hier etabliert hat, das kleinste, was wir gesehen haben, der läuft schön nach oben. Der hat hier vor diesem alten Hoch auch nochmal kurz pausiert über die Nacht. Und das ist auch übrigens etwas sehr, sehr Schönes. Da sehen wir auch, dass die Kursmuster, die wir immer wieder hier miteinander besprechen, auch in den kleineren Zeiteinheiten funktionieren. Ich glaube, ich muss mal diese Linie kurz, wartet, gebt mir mal einen Augenblick. Wir sehen die Farbe der Linie gerade nicht. Hier haben wir kurz unter dem Hoch ein Dreieck gehabt. Und das ist echt interessant, weil das sind so Marker, das sind so Kursmuster, die wir immer sehen, da hält der Markt vor einer wichtigen Marke noch einmal inne. Und wenn wir dann sehen, dass dieser Markt hier oben noch nicht drüber läuft, na, das ist ja genau unter dieser Schwelle hier gewesen, da hat der Markt unten drunter angehalten. Und über die Nacht hat er uns gezeigt, hey Trader, schau mal bitte hin, ich zeige dir mal was, und da haben die Händler nämlich immer früher zugegriffen und dann kam der Ausbruch. Also legt euch sowas auf die Watchlist, das ist immer interessant zu sehen und das ist eher ein Verhalten, dass die Wahrscheinlichkeit gut da gegeben ist, dass wir erst ein Stück weit höher laufen und das wäre dann interessant, wirklich der nächste Punkt oben, das alte Hoch. Ich glaube, das kriege ich hier im Stundenchart jetzt gar nicht reingezogen, nee, das kriege ich nicht reingezogen. Das ist dann hier wirklich der Bereich, den wir im Tag sehen. Das wäre das kleine Spike hoch hier drüben aus, wann haben wir das gehabt? Ich glaube, im Juni ist das gewesen hier oben. Da dann ranzulaufen. Und wenn dort auch weiter Stärke reinkommt, dann ist das ein sehr, sehr bullisches Szenario. Und dann ist der nächste Bereich hier nach oben hin auch definitiv mit da und mit offen. Und der Weg ist dann geebnet, wenn es der Markt hier weiter nach oben schaffen wird. Ja, das eben Schweizer Franken, japanischen Yen. Ich wollte gerade sagen, jetzt machen wir mit dem Euro weiter, aber wir schauen uns den Euro jetzt nicht an. Wir schauen uns jetzt einen europäischen Aktienindex an, nämlich hier den spanischen Aktienindex. Und wer sich jetzt dieses Bild hier an dieser Stelle mal anschaut, im Größeren, der sagt sich bestimmt, was ist denn das? Das sieht mir doch bald aus wie eine inverse Schulterkopf-Schulterformation. Richtig, Leute, das ist eine inverse Schulterkopf-Schulterformation. Und schaut euch mal an, wie lange die gelaufen ist. Und wenn die tatsächlich oben drüber fliegt, das heißt, wenn wir es tatsächlich schaffen, diesen Widerstand hier oben um die 9.420 Zähler rauszunehmen, das wäre ganz großes Kino, weil dann haben wir deutlich, deutlich Potenzial nach oben hin. Und dazu wäre es halt nötig, dass wir oben drüber laufen. Gestern
haben wir schon mal sehr, sehr gute Nachrichten bekommen. Und dieser Markt, auch der spanische Aktienmarkt, der hat am Tag zuvor, das war dann am Dienstag, genauso reagiert wie die anderen Indizes auch. Es ging erstmal relativ stark nach unten und dann ein kompletter Aufkauf zur Oberseite hin. Das ist normal. Und dann gab es am Mittwoch sozusagen den Aufkauf weiter. Das heißt, da hat der Markt sich nicht geschlagen gegeben. Und hier wäre es jetzt wirklich schön zu sehen, dass sich diese Gesamtdynamik nach oben fortsetzt, den Ausbruch wagt. Dann haben wir erstmal hier oben noch die 9400 knapp 90 Zähler, wo die Spikes hier oben immer mal reingelaufen sind. Das gilt es dann zu überwinden und dann haben wir kurzfristig schon den Weg offen Richtung 9600 Zähler. Und das ist wirklich sehr, sehr interessant. Und das wäre dann ein klassischer Ausbruch aus einer solchen inversen Schulterkopf-Schulterformation, die wir hier haben. Ein Abprall muss man natürlich auch immer noch in Betracht ziehen, auch wenn ich persönlich das ungünstig finden würde für dieses schöne Chartbild, was wir haben. Aber im Falle eines Ausbruchs sei es auch ein kurzfristiger Abprall, so rum, ein kurzfristiger Abprall an dieser Stelle. Da müssen wir einfach schauen, hier haben wir erstmal das Tagestief von gestern. Das heißt, wenn wir tatsächlich vom Tageshoch von gestern abprallen, findet die Orientierung häufig erst einmal unten statt. Bricht das Level aus, haben wir das nächste Schwunglevel aus der untergeordneten Zeiteinheit bei 9241 Zähler. Eine Unterstützung auf Tagesbasis haben wir auch noch hier um die Marke von 9110 Zählern. Das ist das, was wir hier aus dem Tageschart rauslesen können. Und fürs kurzfristige Trading nehmen wir für die grobe Grundorientierung jetzt auch nochmal den Stundenchart mit her. Den zoome ich mal noch etwas kleiner zusammen, dass wir hier mehr sehen können. Wir sehen es gerade auch, die Daten sind hier gerade etwas langsam im Ziehen. Ich hoffe, wir kriegen sie reingezogen noch. Jawohl, da haben wir sie doch drinnen. Wir sehen das jetzt hier. Wir sehen es, wenn wir etwas näher ranzoomen, dass das kleinste, das kürzeste Bild hier, sehen wir mal die Dynamik der letzten beiden Tage. Wir sehen es, der Markt ist hier schön nach oben getrendet an dieser Stelle. Und hier wäre es halt tatsächlich so, wenn wir hier unter diesen kleinen Schnipsel drunter laufen, den wir hier unten haben. Schaut, hier gab es diesen ganz kleinen kurzen Rücksetzer. Und wenn wir da erstmal drunter fallen, das heißt hier unter dieses Tief laufen, sieht es erstmal so ein bisschen nach Korrektur aus. In dem Kleinen, wie schon gesagt, müssen wir dann schauen, was macht der Weg oder was macht der Markt auf dem Weg zu diesem Trendtief hier unten rein. Und das sind dann die Marke, die wir hier dann haben. Also interessant wird es wirklich zu sehen, wie es jetzt hier weitergeht. Kommt ein nachhaltiger Abprall, müssen wir uns nach unten orientieren. Bullisch wäre das Ganze wirklich schön zu sehen, wenn wir oben die inverse Schulterkopf-Schulterformation rausnehmen. Dann haben wir nämlich ordentlich Potenzial zur Oberseite. Und das wäre dann übrigens auch etwas, das relativ viele Indizes momentan machen. Sie steigen nämlich relativ gut, zumindest in letzten Wochen. Und das ist das, was wir hier haben. Und das ist das, was wir brauchen. Wie schon gesagt, der Weg wäre dann tatsächlich kurzfristig erstmal frei bis zur 9600 Punkte Marke. Wenn wir aber mal die gesamte Position rausnehmen, also auch für die mittelfristigen Trader, die das Ganze nebenberuflich traden und die Position einfach auch eine Weile zusätzlich zu den kurzfristigen Positionen im Depot haben möchten, wenn wir uns das mal anschauen, hier beispielsweise auf Wochenbasis, welches Potenzial da ist, wenn wir tatsächlich hier drüber laufen, dann ist dann am Ende der Weg erstmal frei hier oben bis in diesen Bereich rein, über 10.000 Punkte. Und das kann man doch in meinen Augen auch wirklich mitnehmen für eine gesunde Portfoliomischung auf alle Fälle. Und wie schon gesagt, im Kurzfristbereich wäre es doch klasse, hier wirklich mal ordentlich Schub zu sehen und kurzfristig mal oben ranzulaufen an die knapp 9.500 Punkte Marke. Das wäre mal ein guter Run, den man hier auch im Kurzfristbereich mitentdecken kann. Auf alle Fälle sehr interessant für den Blick auf die heutigen Märkte. Ansonsten gehen wir noch mal kurz auf den Euro ein. Der hat ja gestern wieder einen wahren Freudensprung hingelegt, hier an dieser Stelle. Mit dem Blick auf das große Bild, das wollte ich jetzt erst einmal nicht im Kleinbild machen. Wir haben den gestern nämlich den großen Schub nach oben gesehen, als die Fed getagt hat, beziehungsweise die Pressekonferenz kam. Ein wichtiger Marker ist hier oben der Bereich um die 1,118. Hier, das sehen wir auf Wochenbasis. Wenn wir da oben drüber laufen, dann haben wir erst einmal hier doch das Potenzial offen auf die bis hin zu 1,14 oben drauf zu laufen. Da müssen wir aber erstmal schauen, was kommt, weil wir haben heute immerhin die EZB am Arbeiten und wir sehen es halt hier. Der Markt schaltet gerade um, kurzen Augenblick. Ich glaube, wir sind hier noch nicht live. Wir sind ja entsprechend hier auch leicht nach oben schon getrendet. Und das ist das, was wir sehen. Die letzten Tage waren definitiv Tage für die Käuferseite. Und hier auch fürs Kurzfristige wieder interessant. Was machen wir hier am Tageshoch von gestern? Prallen wir tatsächlich ab, dann können wir uns schön nach unten orientieren. Wenn wir aber nochmal, wie das häufiger vor diesen Notenbanksitzungen, doch die Hochs testen,
Ja, warum nicht? Dann kriegen wir Stärke über den Tageshoch rein. Und das sieht dann sozusagen in den kleineren Zeiteinheiten so aus, dass sich der Aufwärtstrend schön nach oben fortsetzt. Wir sehen den Aufwärtstrend gleich, kurzen Augenblick. Und dann haben wir das schön nach oben laufen. Der Chart hier hängt gerade noch ein bisschen. Der hängt noch im November. Deswegen kann ich hier vom Bild her noch nicht direkt reinsprechen. Aber wir sehen dann, naja, ich hoffe, der Markt lässt es zu, dass es zeigt, wir sind mal kurz etwas geduldig, wir sehen dann die Aufkäufe und wenn wir da nämlich vom Tageshoch von gestern nicht abprallen, sondern nach oben steigen, das wäre dann das positive Szenario hier, das ist das, was ich gerade sagen wollte, jetzt haben wir die Charts da, hier sehen wir im Stundenchart, wir sind gestern mit der Sitzung ziemlich stark nach oben geschossen, hier an dieser Stelle, also hier gab es dann plötzlich diesen Ruck nach oben, als die Fed sozusagen aktiv geworden ist und hier sehen wir mittlerweile auch das schöne Bild, was ich gerade auch an anderer Stelle gezeigt habe, schaut, der Markt verharrt hier oben so ein bisschen, hier, da ist so ein klein wenig der Deckel drauf und von unten sehen wir ansteigende Kurse und das ist ein schönes Kursmuster, was wir hier auf Stundenbasis auch mit sehen und wenn der tatsächlich nach oben ausbrechen sollte, kurzfristig, dann wäre es das, dass wir übers alte Tageshoch drüber laufen und hier bullisch weiter nach oben laufen. Ein Bruch nach unten, der würde dann dazu führen, hier ein Bruch nach unten, das wäre dann so eine typische Abpreisstrategie, dass wir sozusagen hier von diesem Tief, also ein Hoch, ein tieferes Hoch und dann hier das nach unten rausnehmen sozusagen hier an dieser Stelle und dann nach unten durchziehen und dann haben wir nämlich hier einen kleinen Abwärtstrend und das wäre dann so ein Szenario einer Gegenbewegung, die man dann durchaus im kurzfristigen Bereich mit traden könnte. Anlaufpunkte zu unserer Seite haben wir natürlich auch noch ein paar. Das wäre im Kurzfrist, wie schon gesagt, hier einmal hier knapp dieses große Ausbruchlevel um die Marke von 1,11,1 beziehungsweise wir sehen es dann hier unten, haben wir hier noch ein paar Marken für den kurzfristigen Bereich, wenn das Ganze dort nicht halten sollte als Zielmarke. Wo hat der Markt gehalten? Das wäre mal so dieser Bereich hier unten. Hier kann ich draufpacken, ungefähr die 1,10,7 beziehungsweise dann, wenn es tiefer geht als Level hier beispielsweise das alte Tief an dieser Stelle beziehungsweise hier dieser kleine Zwischenbereich, also 1,10,400 beziehungsweise dann unten drinnen hier an dieser Stelle das Level, wo wir hier zwischendurch auch mal innegehalten haben, um die 1,10,5, die Marker, das ist das, was wir im kleinen Bereich unten liegen haben, falls es hier jetzt doch einen Abprall von oben geben sollte. Also das sind die Marker, die wir hier im kurzfristigen Bereich haben und die wir durchaus im Intraday-Bereich mit reinnehmen können. Jetzt schaue ich mal noch zu den Fragen. Da sind momentan keine Fragen da. Das heißt hier an dieser Stelle sage ich mal danke für die Zeit am heutigen Morgen. Wie schon gesagt, das Video, die Aufzeichnung, die stelle ich definitiv auch wieder ein und dann können wir das Ganze später anschauen. Also danke für die Zeit, allen gute Trades und bis morgen. Ganz liebe Grüße aus Limassol nach Deutschland in die Heimat. Tschüss.